sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Hause Schliemers, zum zweiten Teil des Kochduells der Vereine der Rheinischen Post und des Küchenstudio Schliemers. Jetzt kommen wir natürlich zu den Protagonisten des heutigen Vormittags. In Weiß begrüßen Sie mit mir die Basketballdamen der Spielvereinigung Kessel. Ganz besonders herzlich möchte ich begrüßen die Kochbrigade eines der ältesten und traditionsreichsten Karnevalsvereine der Frauenbord. Herzlich willkommen! Nach 13.05 Uhr darf kein Löffel mehr, kein Topf mehr, nichts mehr berührt werden. Die Damen ziehen jetzt hier Schokolade mit einem Holzstäbchen fürs Dessert. Machen Sie so eine Tasche in der Putenbrust? Genau, die Tasche kommt da rein, da werde ich die zustecken und dann anbraten. Binden Sie den Kohl denn noch irgendwo mit? Den Mangold? Ich werde den jetzt noch eben vorher anbraten. Anbraten, dass der so ein bisschen Bindung kriegt. Zwiebeln und für den Käsekuchen. Ja, richtig. Der Herr macht da Quarkspeise, genau, oder was machen? Ist Quark. Die Füllung für den Käsekuchen. Ja, die Füllung zum Käsekuchen. Der Porree geschnitten von den Kochdamen. Ja. Mise en place schneidet man hier, Möhren, Porree für die Soße. Speck ausgelassen für die Kartoffelplätzchen. Ja. Ansatz. Sieht schon sehr gut aus. In den Genuss kommt, das Gekochte und Gebratene zu verkosten, sondern das, was dann überbleibt, wird selbstverständlich nicht weggeworfen oder weggeschmissen. Es wird klein portioniert und die Damen und Herren werden es Ihnen dann gleich reichen. Wir uns sehr freuen, dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von GOCH TV heute wieder hier dabei sein können und dürfen. Das heißt, auch Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, können im Internet vermutlich wieder ab Dienstag unter www.gochtv.de Ausschnitte dieses heutigen Tages, aber auch des vergangenen Sonntages und der zukünftigen beiden Sonntage dort nochmal sich anschauen. Des Weiteren wird selbstverständlich, wie in der Vergangenheit auch, in der Rheinischen Post ausführlich über den heutigen Sonntag berichtet. In der Mittagszeit haben wir den Protagonisten dort Wein zur Verfügung gestellt, damit man zwischendurch auch mal ein Glas Wein trinken kann. Da ist allerdings meines Wissens noch nicht ganz so viel Gebrauch von gemacht worden. Ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt, dass man hier schon etwas mehr Arbeit auszieht, was ja letztendlich auch gar nicht so verkehrt. Und dann wird es quasi wieder fertig gemacht. So, jetzt muss ich nochmal irgendwie fragen hier. Interessiert mich jetzt, ich kann jetzt hier. Dann habe ich hier. Christina, was machst du gerade? Ich karamellisiere. Ach so, und ich habe jetzt gerade im Kopf, wofür für das Dessert, ne? Sehr. Wie lange wird es dauern jetzt? Das ist nicht der Fall. Okay. Helmut darf matschen. Schlapperpapp. Ja. Ja, perfekt. Jetzt so langsam und allmählich
etwas hektischer. Kleine Zwischeninfo für die Akteure. Wir haben jetzt 12.35 Uhr. Das heißt, ihr habt noch 30 Minuten Zeit. Alles stehen lassen. Alles stehen. Wir beginnen mit der Frauenport. Da ist alles genau so abgelaufen, wie ihr euch das im Vorfeld vorgestellt habt. Alles nach Masterplan. Ja. Ich bin ja letztlich ein bisschen Frau, aber kombiniert ist das sehr gut. Dankeschön, Frank. Ich finde die Suppe auch sehr gut. Die hat auch eine angenehme Schärfe, also so eine ganz dezente, das finde ich ja. Ja, sehr schön dekorierter Teller. Erstmal. Sehr angenehm fürs Auge. Aber ich finde auch, es ist eine runde Sache, kombiniert, nur kombiniert ist das eine runde Sache, sage ich mal. Getrennt würde ich das gar nicht so empfehlen, weil ich mal das Fleisch müsste mehr gewürzt sein, aber so kombiniert ist das schon super. Eine sehr alte Kuchengemeinschaft, die Koch. Daraus hat sich schon zu Beginn eine Karnevalsgesellschaft entwickelt, die traditionsgemäß schon sehr viele Prinzenpaare in der Stadt Koch bestellt hat. Und wir fiebern schon der nächsten Prinzgestellung 2017 entgegen. Zum Hauptgang jetzt. Die Trute ist ziemlich trocken. Die Herrschaften hatten Angst, dass sie die nicht mehr gar kriegen. Mir fehlt da die Honigkruste, ganz ehrlich gesagt. Die Soße ist perfekt. Passt auch wunderbar mit der Füllung. Die Soße ist sehr schön, die Kräuterseitlinge haben noch Biss. Nur das Kartoffelplätzchen, das finde ich ein bisschen, es ist ein bisschen voluminös. Ja, ich muss auch sagen, also die Kräuterseitlinge mit der Soße alleine schon, hätte schon gereicht. Ist super klasse. Ich finde auch, die Foodgruß ist sehr gelungen. Und die Füllung begeistert mich schon, das muss ich sagen. Also das finde ich so in Kombination wirklich ein tolles Gericht. Sieht sehr schön dekorativ aus. Käsekuchen, 1 plus mit Sternchen. Und dreimal Frauenbrot! Hello! Schriebers! Hello! Kochduell! Hello! Ja, ich muss erstmal das Grundsätzliche sagen. Also wir haben jetzt hier 6 Gruppen erlebt bis zu diesem Zeitpunkt. An alle erstmal ein Riesenkompliment. Wir haben alle sehr aufwendig gekocht. Wir haben sich wirklich ganz tolle Sachen einfallen lassen. Und wir haben schon mehrfach gesagt, wenn sich diese Gruppen zusammentäten, also die würden ein hervorragendes Restaurant hier betreiben können im Kreis Kleve. Gesamtpunktvergabe, einmal für die Frauenport, Herr van Laak 30 Punkte, Frau Kraft 30 Punkte und Otto 28 Punkte. Bei den Damen, Herr van Laak 34 Punkte, bei Frau Kraft 34 Punkte und bei mir ebenfalls 34 Punkte. Das bedeutet, die Frauenport hat 88 Punkte und die Basketballdamen 102 Punkte. In der letzten Woche am Sonntag hatten wir auch eine Gruppe, die Tennisdame aus Kalka hatten auch zufällig 102 Punkte. Sollte es jetzt so sein, darauf haben wir uns verständigt, ich darf das sagen, Josef, wenn wir ins Finale kommen, ja die beiden Punktbesten, sollten wir jetzt nach dem dritten Sonntag, nach dem dritten Duell, hier zwei Mannschaften oben, die um den ersten oder zweiten Platz kämpfen, mit gleicher Punktzahl haben, oder jetzt in dem Falle, wenn das die zweiten sind, dann würden wir noch ein Stechkochen
einschieben. Das heißt, wir würden vormittags dann noch mit einem Gericht die beiden Gruppen hier an die Kochplatten bitten. Und das ist so ähnlich wie Fernsehen, das ist immer so auf den roten Knopf hauen. Wenn wir schneller sind als der andere, hier geht es dann um ein Gericht. Das werden wir dann noch frühzeitig bekannt geben, wenn es so sein sollte. Nur damit klar ist, wie das. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum zweiten Duell an diesem Sonntagnachmittag. Ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen im Namen der beiden Veranstalter, dem Küchenhaus Schrievers und der Rheinischen Post. Ich darf auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer von Goch TV begrüßen. Wir freuen uns, dass diese Veranstaltungen im Internet auch zukünftig zu sehen sind. Für dieses erste Kochduell in der Firmengeschichte der Firma Schrievers sind natürlich sehr viele helfende Hände nötig. In allererster Linie selbstverständlich der Hausherr, die Firma Schrievers, die Welt der Küchen, hier der Ideengeber, der Geschäftsführer Josef Büren. In der Vergangenheit konnten Sie schon sehr viel über diese Veranstaltung lesen in der Rheinischen Post. Wir danken für die Unterstützung durch die Rheinische Post, hier insbesondere durch den Redaktionsleiter Jürgen Rosen. Herzlichen Dank. Jede Woche gibt es neue Warenkörbe, anhand derer die Kochgruppen etwas zusammenstellen dürfen und müssen. Dieser Warenkorb wird gesponsert und zusammengestellt vom Bauernmarkt Linchen. Einen herzlichen Dank an Johannes Hesseling. Der Tische, das Material, das Dekomaterial wird zur Verfügung gestellt vom Geschenkhaus Peters mit der Geschäftsführerin Karin Ahrens und dem Dekoladen Mauerhühnchen aus Walsdorf für Geschäftsführerin Michaela Tönnissen. Herzlichen Dank dafür. Last but not least, das Fleisch, was zur Verfügung gestellt wird, kommt von der Metzgerei Cox. Ein herzlichen Dank an die Metzgerei Cox. Im Weiß, und es freut mich besonders persönlich, wir haben ein Internat. Es kocht ein Holländer mit. Ich sehe den auch Holländer. Machen Sie sich keine Sorgen, wir haben hier keine Fritteusen. Also die müssen schon. Wir müssen schon mal bringen, aber da können wir noch näher zu. Und zwar in Weiß, mit den weißen Schürzen. Pfadfinder aus Goch, herzlich willkommen. Rhetorische Dinge, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie auch interessieren dürfen. Es gibt ein gewisses Bewertungskriterium, was hier an den Tag gelegt wird und was die Jury berücksichtigt. Es gibt von jedem Jurymitglied eine Maximalpunktzahl von 50 Punkten. Aus diesem Warenkorb haben sich die beiden Gruppen folgende Menüs ausgesucht. Sie können das hier vorne auf den beiden A-Trägern auch nochmal selber Paccio gerollt an Steckrüben Rösti. Als Hauptspeise präsentieren die Pfadfinder eine gefüllte Kuchenbrust auf gebratenem Wurzelspinat mit Rosmarin, Estragon, Kartoffelpüree. Und als Dessert gibt es die Damen und Herren hier innerhalb der nächsten 120 Minuten präsentieren werden. Joko, das ist eine Gruppe in deinem Alter. Frank, meine Frau durfte nie sehen. Thank you.
Mir wird jetzt ein Carpaccio gefertigt in der Roulade. Sehr aufwendig. Mal ganz anders, wie man das sonst kennt. Ja, das wird gefüllt mit einer Avocado-Creme. Sehr interessant. Hier sehen wir jetzt auch mal eine andere Form vom Carpaccio in Röllchen gedreht, das von innen dann gewürzt wird. Das ist die Vorspeise, immer aus Rinderfleisch und Lasagne, Käse, Pfeffer und Salz. Die Sachen werden jetzt erstmal auf den Teller vorbereitet, aber da wir noch Zeit übrig haben, werden wir jetzt den Kühlschrank testen. Damit die schön auskühlen und dann kurz bevor wir servieren, holen wir auf Kühlschrank machen die Teller. Prima. Ja. Das kann es nicht sein, dass ab 16 auf einmal jemand sagt, Schluss, aus, wir brauchen die nicht mehr. Daraus ist dann diese Gruppe entstanden. Und da wir so eine alte Pumpe haben von 120 Jahren, treten wir auch auf in der Öffentlichkeit und machen eine alte Schauübung, wie es früher war. Das heißt also, ihr habt früher zusammen, also ich sag mal, als ihr noch keine 60 waren, also etwas früher, wart ihr alle zusammen aktive Feuerwehrmänner? Ja, alle. Zusammen auch in einer Gruppe, ja? Also ihr kennt euch schon sehr lang. Ja. Option hier habe ich auch nicht gesehen. So, ich habe jetzt hier bei mir den Sven. Sven, jetzt könnte ich fragen, was machst du gerade? Du schälst Zwiebeln, das sehe ich selbst auch. Aber die Frage ist natürlich, warum ausgerechnet du? Ich wurde dafür ausgekommen. Beobachte, was für diese Scheiße. Du machst es mit sehr viel Liebe. Ja. Ja, das sieht man. Ich habe mehrere Jahre den Ratschlag gekocht. Also, wir haben immer versucht, da noch was Besonderes zu machen. Nicht Dose auf als Wasser drauf, sondern einfach natürlich kochen mit dem Geld. Was geht denn da los? Wie soll ich denn Bio. Mein lieber holländischer Freund, Gerti, jetzt räum doch mal bitte dieses klassische Klischee aus, Holländer können nicht kochen, sondern arbeiten nur mit Fritteln. Was ist denn heute deine Aufgabe? Holländer, ich bin froh, dass du da bist, ich bin auch Holländer. Deswegen können wir uns gut zusammentun. Was ist denn deine Aufgabe? Ja, ich habe mich gerade schon gewundert, ein sehr, sehr großes Stück Fleisch. Wie wirst du es von innen gar bekommen? Ja, das geht nur gleich. Aber das ist wirklich absolut dummes Zeug. So ein klein bisschen Salz oder so, da noch dabei. Ja, ein bisschen Würze. Klappt es? Ist klar. Ja? Ja, super. Die können nicht kochen, aber das ist ja Quatsch eigentlich, oder? Wir machen gerade den Nachtisch. Das ist Biskuitteig, wo jetzt eben Schokoladenstreusel oben drauf kommen. Und das Ganze werden wir jetzt noch ein bisschen veredeln. Müssen also alle drei Gerichte, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert, auf den Tellern angerichtet sein. Danach müssen alle Töpfe, Pfannen, Löffel, Schenker losgelassen werden. Rein informativ nochmal für Sie zur Information. Können Sie ab Dienstag im Internet sehen auf www.kochtv.de. Sie können sich insofern noch einige Eindrücke über diesen schönen Sonntag verschaffen. Ja, da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Es wird präsentiert von rechts, in der Gastronomie sehr üblich. Wenn ich das mal so sagen darf und weggreifen darf, ich war jetzt ein bisschen zwei Wochen hier. Ich habe mir jetzt alle Gruppen oder mehrere Gruppen angeschaut. Ihr hattet die Ruhe weg. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, war ganz entspannt. Die anderen im Übrigen auch, keine Frage. Aber natürlich auch die Frage, musstet ihr irgendwann zwischenzeitlich etwas improvisieren? Hat es vielleicht hat irgendetwas nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder ist es relativ reibungslos abgelaufen? Ja, es ist reibungslos abgelaufen. Wir brauchen nichts zu üben. Alles war top. Und wir sind sehr zufrieden damit. Und eine tolle Sache. Schön, das freut mich.
Ich habe gerade auch schon erfahren, ihr habt euch ja gestern zusammengesetzt und habt auch überlegt, wer macht was. Also ihr habt ja absolute Aufgabenverteilung gehabt. Ne? Also, und zum Schluss habt ihr auch, da muss man auch mal sagen, ein sehr gutes Zeitmanagement gehabt. Im Übrigen beide Parteien. Wir hatten bis jetzt immer so diese Phase, dass die Parteien etwas mehr Zeit brauchten. Ein paar Minuten nur, weil auch ein bisschen technisch bedingt heute Morgen hatten wir das Problem mit dem Herd und auch mit dem Backofen. Das wollen wir natürlich dann auch nicht zulasten der Gruppenvariante, ein sehr gutes Zeitmanagement. Und Gabi, bitteschön. Ja, das ist, sieht sehr hübsch aus. Mir ist das Carpaccio ein bisschen zu flach. Das Dressing ein bisschen zu sehr Balsamico betont. Und was ich nicht schön finde, ist Pfeffer nicht aus der Mühle. Es gibt zwei Dinge, die des Teufels sind, das ist Pfeffer und Parmesan sozusagen zum Küchen. Dankeschön, Gabi, bitte schön, Frank. Carpaccio allein, sag ich mal, mit Röllchen, das finde ich schon mal wieder was anderes, sag ich mal. Normal kennt man das auch für den Geschnitten auf dem Teller. Von bitte schön. Ja, die Pute vom Garten super. Geschmacklich nicht so gut, sag ich mal. Wir müssen ein bisschen mehr Pfeffer dran. Ja, also das finde ich sehr peppig gewürzt. Da hat natürlich auch der Schinkenspeck zum Glück ein bisschen was gebracht. Das Fleisch ist aber etwas zu trocken. Also die jetzt auf den Punkt gegart, dann wäre das schon eine schöne Geschichte. Der Pü hat mir sehr gut geschmeckt, in Verbindung mit den etwas sehr herzhaft gemachten Zwiebeln kombiniert das auch ganz gut. Also Zwiebeln werden mir einen kleinen Tick zu salzig, aber mit dem Pü zusammen ist es eine schöne Kombination. Wer die beiden Kochgruppe hier... Ganz so lustig ist es. Wir sagen, das ist so richtig so die Abrundung. Eines tollen Menüs, wenn man so zum Schluss so etwas bekommt, ist leicht, locker, der es gibt. Man hat das zu entdecken, wie Frau Kraft gerade sagt, man kummelt da rum. Aber das macht Spaß. Zum Essen gehört ja auch Spaß. So, und ich denke mal, dieser kleine Becher war Spaßfaktor. Die Einzelbewertung haben wir ja schon mal für den Menüpunkt abgegeben. Ich muss sagen, beide Teams haben hier eine hervorragende Leistung abgeliefert. Der Tischdeko, da waren wir uns drei alle absolut einig, dass die Teamfähigkeit bei beiden Gruppen gleich gut war. Genauso die Tischdekoration, die fiel uns bei beiden Gruppen gleich gut, deshalb haben wir dort die gleiche Punktzahl vergeben. So, ich komme jetzt mal zu den Einzelpunkten, die die einzelnen Juroren hier abgegeben haben. Herr van Laak musste sich leider verabschieden. Also für die Löschlöcher hat Herr van Laak abgegeben 27 Punkte. Karin. Frau Kraft ebenfalls 27 Punkte, 26 Radio. Punkte. Macht zusammen 80 Punkte. Ja, die Pfadfinder, ganz witzig, haben sich bei allen dreien die gleiche Punktzahl verdient. Bei jedem 33 macht eine Schnapszahl zusammen 99. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank dafür. Mir persönlich hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, uns allen hat es sehr viel Spaß gemacht. Dafür ein herzlichen Dank, dass ihr daran teilgenommen habt. Und ich pflichte den Worten von Karl-Heinz bei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an einer anderen Stelle nochmal wiedersehen. Herzlichen Dank für die tolle Darbietung. Bis zum nächsten Mal.